Am Freitagmorgen kurz nach 6 Uhr kam es auf der B36 zwischen Hockenheim und Schwetzingen auf spiegelglatter Fahrbahn zu mehreren Verkehrsunfällen mit insgesamt 12 beteiligten Fahrzeugen. Wir hatten heute Morgen Temperaturen um den Gefrierpunkt, zum Teil darunter. Verbunden mit der Nässe, der Feuchtigkeit dort, kam es zu 8 Unfällen, bei denen 2 Personen leicht verletzt wurden. Es ist so, inzwischen in jedem Fahrzeug ist eigentlich eine Temperaturanzeige. Also das sollte man zumindest dann, wenn es um den Gefrierpunkt geht, dementsprechend vorsichtig fahren. Brücken, wie gehabt, bestimmte Abschnitte, wo der Wind durchpfeift, wo dann eben die Nässe auch sofort überfriert und dann dazu führt, dass man plötzlich irgendwo im Glattersten ist. Hier gibt es nur 1, Geschwindigkeit runter. Abstand halten zu den vorausfahrenden Fahrzeugen, noch mehr als sonst. Nur so kann man das vermeiden. Die B36 war in Richtung Schwetzingen für mehrere Stunden gesperrt. Der Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 50.000 Euro.